is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Mit dem Tod bedroht. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, so wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort her den Juden entstehen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Erstaunliche Dinge werden sich bald in der Welt ereignen. Das Ende aller Dinge steht bevor. Die Zeit der Bedrängnis ist im Begriff, über das Volk Gottes hereinzubrechen. Dann wird das Gesetz werden, das allen, die den Sabbat des Herrn halten, das Kaufen und Verkaufen verbietet und sie mit Strafen, ja sogar mit dem Tode bedroht, wenn sie nicht den ersten Wochentag als Sabbat halten. Das Dekret, das gegen das Volk Gottes ergehen soll, wird sehr stark dem Dekret ähneln, das Ahasverus zur Zeit Esthers gegen die Juden erließ. Dieser Plan war von Satan angeregt worden, damit die Erde die Menschen los werde, die Erkenntnis vom wahren Gott bewahrten. Doch seine Komplotte wurden durch eine Gegenmacht niedergeschlagen, die unter den Menschenkindern regiert. Die protestantische Welt von heute sieht in der kleinen Schar, die den Sabbat hält, einen Mordechai am Tor. Sein Charakter und sein Verhalten drücken Ehrfurcht vor dem Gesetz Gottes aus und sind daher für alle ein ständiger Vorwurf, die die Furcht des Herrn über Bord geworfen haben und seinen Sabbat mit Füßen treten. Der unwillkommene Eindringling muss irgendwie beiseite geschafft werden. Derselbe meisterhafte Verstand, der in vergangenen Zeitaltern gegen die Gläubigen Pläne schmiedete, ist immer noch bestrebt, die Erde von solchen zu säubern, die Gott fürchten und seinem Gesetz gehorchen. Satan wird Empörung gegen diese bescheidene Minderheit anzetteln, die sich aus Gewissensgründen weigert, populäre Sitten und Traditionen anzunehmen. Männer in hoher Stellung und von gutem Ruf wehren sich mit dem Gesetz und charakterlosen Vereinen, um gegen das Volk Gottes zu beraten. Da sie kein, so sagt die Schrift, gegen die Verteidiger des biblischen Sabbats vorbringen können, werden sie zu Gewaltmaßnahmen greifen, um diesen Mangel auszugleichen. Auf diesem Schlachtfeld findet der letzte große Zusammenstoß zwischen Irrtum und Wahrheit statt. Und wir werden über die Frage, um die es geht, nicht im Zweifel gelassen. Wie damals zu der Zeit Mordechais, wird der Herr auch heute seine Wahrheit und sein Volk rechtfertigen. The Lord is coming. Are you